So, weiter geht's heute mit den Track Day Specials über Barcelona und Silverstone. Und heute nehmen wir den Ferrari 599 Exebo. Bei den Ford GT haben wir ja das jetzt in der letzten Folge noch beim letzten Mal gefahren. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Ich bin ja ein großer Fan von Straßenrennen, Alex. Weißt du, sie haben einfach etwas, mit dem jeder etwas anfangen kann. Ich kann's kaum noch abwarten. Alles klar, ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. Ja, und zwar jetzt. So, von 14 und 15, das wird ein bisschen schwierig werden jetzt heute da. Weil du für dich jetzt kriegen alle Tour unterwegs. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ah, da drückst du dich auch noch mit dazwischen, aber das wird jetzt. Das heißt, ach ja, die ziehen zu, ich komme momentan nicht wirklich da vorne, weil es keine große Möglichkeit gerade gut anzugreifen, zu überholen. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Chance. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, den annehmen. Auf der Weite zu gehen hier in den Jungs. Jetzt hat es mal wieder an drei Autos vorbei. Ich habe mich jetzt ein bisschen nichts absetzen können vom Rest. Den beschleunige ich doch. So, und jetzt geht's in die zweite Runde, liebe Leute. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ja, ich sehe wirklich, da vorne geht's nicht momentan. Weil halt einfach die Möglichkeiten fehlen, hier anzugreifen. Den habe ich schon mal wieder. Also wenn ich das 5 dann fahren. Ich bin nicht mit so schön, aber ich komme halt nicht ran. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gemacht. Ich muss jetzt einmal diese Chance nutzen, um diese Lücke zu finden, damit ich vorne halte. Sorry, Pero, aber das sagst okay, du. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Da wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, dich wegzusetzen. Okay, angreifen bestätigt. Wenn du einmal freie Bahn hast, dann kannst du ein bisschen absuchen gehen. Das können wir jetzt kurz dann machen und gehen jetzt gleich hin als Führer in die dritte Runde. Noch drei Runden. So. Bei der Ferrari geht gut, muss ich sagen. Wir können uns jetzt absetzen, wir sind mal Zeit in einer Minute, wir haben jetzt ein bisschen Luft. Und der Cinco de Gas müssen wir schon zwei Leute überholt, also aber zwölf jetzt, ja, okay. Noch zwei Runden zu fahren. Angreifen. Ich geb's weiter. Dann krieg ich jetzt aber weiter Anweisungen anzugreifen, soweit wie möglich davor zu kommen. Zumindest noch ein paar Punkte. Okay, es wird angegriffen. Ja. Jetzt geht's in unsere letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde.
schlecht, also momentan. Okay, so ein Plätzchen wahrscheinlich nicht. Aber einfach so eine Kuppel zumindest zu machen, oder einfach mitzunehmen. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, wir haben es geschafft, unseren Auftrag haben wir gewonnen. Und es war ein relativ schwieriger Anfang, muss ich sagen, weil ja, es einfach kein Durchkommen war. So. Ja, doch, er soll doch Täter geworden. Sehr gut, hat zumindest so ein Pünktchen mitgenommen. So. Gut, Rennen Nummer 2, die uns jetzt gleich anstehen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht. Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jetzt... So, von 13 um 9 gehen wir ins Rennen. Um 9 und 13. Mal gucken, ob wir es hier kriegen. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ich habe schon mal fest zu rennen. Sehr was soll das ist jetzt hier. Okay, angreifen bestätigt. Ah, ich sprich aber nicht so häufig mit dem, weil auch der Kollege da vorne, der kann durch mal angezickt sein. Also einer durchgedrückt und ich hasse das, wenn man so... Ja, das war... Jeder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werden. Das hast du natürlich sehr clever gemacht. Das mache ich einfach. Wenn man einfach dann sagt, ich drücke mich da doch irgendwie durch, ist mir scheißegal, ich hau da noch rein. Und dann passiert genau so eine Scheiße. Und das ist jetzt einfach schon wieder passiert. Und der Team kommt ja auf 4, also wie ist der Stadion? Auf 9 geschaut, dann sind wir dann auf 4 vorgefahren. Und wir haben noch Zeit genug, uns da ranzusetzen. Falschstrafe kriegen wir. Oh, da gibt es auch heiß her da vorne, aber das könnte unser Glück sein. Ich muss da jetzt so außen rumfahren, weil die da unten rutschen. Ich dachte mir, ja, bis wir jetzt das Auto rutschen. Ja, genau, das war ich halt schon mal. Zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ach Mann, dieses Wegdrücken noch unnötigerweise. Ich habe auch gar keine Chance zu mir, weil es einfach keine Lücke irgendwo gibt gerade. So, jetzt vielleicht mal mit Beginn. Mit der Fahrt auf die Station gerade. Auch der mit einem Rutscher dabei. Es geht für uns auf Platz 8 vor. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Immerhin zumindest schon mal wieder mit dabei vorne in der Geschichte. Die beiden Top GT hier vorne, da wollen wir ein bisschen drauf bleiben.
Dann knacke stehen hier, Platz 5. Verstanden. Der Teamkollege geht momentan in die Spitze. Der ist momentan Zweiter und fängt da vorne. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, ich weiß nicht, das ist nicht möglich, du bist da gut dabei. So, jetzt momentan 4 auf 4. Also vergiss es, du rutschst mir nicht immer vorbei, Kollege. Das leichte Rutschen macht euch ein bisschen einfach ab. Und das ist die will auf jeden Fall, der Ferrari, der will richtig, macht auch immer richtig Druck. Kriegst du gerade aber auch nicht weg. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Na, warte mal, ich versuche damit dir helfen zu sein gleich. Dazu müsstest du mich mal ziehen lassen. Da bin ich außen vorbei am Teamkollegen. So, schön vorbei. Aber das ist kein 1-2, oder? Das ist hart. Ja, da bin ich mitgezogen. Aber natürlich noch ein weiteres Auto hinter mir, was jetzt ein bisschen mitzuziehen mit uns. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Wir sind jetzt mittlerweile schon in Runde 3. Also wir sind jetzt gleich in der Wir gehen jetzt gleich irgendwann in die letzte Runde. Wichtig ist, dass wir erstmal vorne sind. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Wir müssen es absetzen, weil wir noch wahrscheinlich den Zeitstrafe erwarten. Wir können jetzt gerade auch nicht viel tun. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So. Oh ja, da gibt's ein bisschen raus in den Gras. So, immer noch nur Zweiter, nur Dritter. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Ich hoffe, dass er dann nochmal einen Sprung da vorne machen kann. Okay, es wird angegriffen. Es sind dann immer 3 Punkte, die er mehr kriegen würde. Die könnten vielleicht reichen, um zuzumachen. Jetzt ist er Zweiter. Ja, nicht zu weit raus hier. Er wird noch mal versuchen ranzukommen oder
Aber mal gucken, ich weiß nicht, wie die abschätzen, außer man will noch eine Zeitschafe erwarten, ne? Das kann aber dann auch noch ein bisschen ausschlaggebend sein. Es ist tatsächlich genauso. Durch diesen Fehler, wo wir da so rausgerutscht sind, kriegen wir tatsächlich noch die Zeitschrafe und rutschen am Ende nur noch auf 2 zurück. Der Teamkollege gewinnt das Rennen. Dann nehmen wir uns tatsächlich das Spiel oder das Ding hier. Die Führung. Und ich kann auch nicht mal was dafür. Also die Zeitschrafe, die ist für mich meiner Meinung nach falsch. Da ist nämlich ein bisschen rausgedrückt worden. Und dann kriegst du da 4 Sekunden, weißt du? Da kriegst du dann 4 Sekunden für was, ey? Ich meine, wir haben es geschafft. Wir sind trotzdem auf 1, 2 oder so, wie ich das sehe, ne? Ja. Auch die zweite Serie beenden wir mit einem 1-1-2 Ergebnis. Das ist dann in dem Moment auch scheißegal. Aber mich ärgert halt tatsächlich, dass er mir tatsächlich durch diese 2 Punkte, diese 4 Sekunden gedrückt hat. Weil da war ein Fehler am Ende drin und wenn wir den nicht gehabt hätten, hätte es wahrscheinlich sogar geklappt. Naja, wie dem auch sei, wir müssen damit jetzt leben und die nächste Strecke, beziehungsweise der nächste Teil, der jetzt ansteht, ist jetzt Track Day Specials America und da ist es ein Time Attack. Bis dahin und auf Wiedersehen.